Liebe Leute, es ist Ende Juni und ich möchte euch gern mal die Blumen in meinem Garten zeigen, die in und um meinen Gemüsegarten wachsen. Hier gleich am Anfang haben wir ein paar Rosen, die habe ich nicht selber gepflanzt, aber die dürfen selbstverständlich hier bleiben. Und hier darf sogar die Ackerwinde sein. Hier haben wir keine Probleme miteinander. Und das hier an der Seite ist mein Gemüsegarten. Und hier gibt es viel, was blüht zu verschiedenen Jahreszeiten. Hier waren die Pfingstrosen, hier unten sind immer wieder Akeleien im Frühjahr. Ich habe einen Frauenmantel, die Nelkenwurzblüht da. Und hier habe ich so einen Streifen angelegt für Insekten mit verschiedenen Kräutern, die dann hoffentlich bald blühen. Und was dazwischen immer kommt, ist dieser aufrechte Sauerklee. Da habe ich jetzt schon verschiedene Ansichten darüber gehört, ob der jetzt nützlich ist für Insekten oder nicht. Also falls das jemand weiß, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Genau, hier der wilde Dost, der fängt schon an zu blühen. Der hat zumindest schon Knospen, aber da habe ich noch eine bessere Version. Hier mitten im Gemüsebeet ist ein kompletter Blühstreifen angelegt. Hier kommt selber so ein Wolfsmilchgewächs, das hat sich ausgesät. Und ich habe hier marokkanisches Leinkraut. Das ist so eine Blühmischung, die für unsere Region geeignet ist. Und ein Borretsch kommt da. Und Cosmea wächst dann auch mal. Genau, und eine Malve hat sich hier angekündigt. Dann habe ich Ringelblumen, die waren eigentlich in einem anderen Beet und als es mal geregnet hat, habe ich die so ein bisschen im Garten verteilt. Und dann habe ich hier auch noch, ganz wichtig für mich, immer die Kapuzinerkresse. Genau, da kommen hier einige Pflänzchen. Genau, dann hier seht ihr auch beim grünen Spargel, hat sich auch überall, habe ich die Ringelblumen verteilt. Hier ist ein ganzes Beet voller Ringelblumen, wunderschön. Die Farbe ist der Knaller, oder? Ich liebe es. Dann hier am Boden gibt es auch noch einiges, was wild gekommen ist. Zum einen hier das wunderschöne Johanniskraut. Über die Verwendung vom Johanniskraut habe ich kürzlich auch ein Video gemacht, falls euch das interessiert. Und dann habe ich hier am Boden, jetzt muss ich mal gucken, hier kriecht das Pfennigkraut, das sind diese Blätter hier und das sind diese kleinen gelben Blüten. Auch so hübsch. Und dann gibt es hier noch ein Fingerkraut. Das kriecht hier auch umher und das sind die Blüten vom Fingerkraut. Ja, und dann habe ich noch hier die Ackerwinde, die mich nervt, weil sie immer in meine Beete wächst, aber so ist es. Genau. Und da hinten sieht man jetzt auch blühend die Nelkenwurz. Die ist eigentlich ganz hübsch, aber ein bisschen nervig, weil die kriegt so stachelige Blütenstände, Samenstände. Die bleiben dann an den Hosen hängen oder bei Tieren im Fell oder so und dann verteilen die sich. Und ich habe tatsächlich schon ein ganzes Feld von denen im Garten. Also da bin ich dann schon manchmal so, dass ich da das ein oder andere ausrupfe. Gut, was haben wir noch an Blüten? Gehen wir noch die andere Richtung. Genau. Neben diesem Blühstreifen eben ist eigentlich mein Erdbeerfeld. Aber ich kann ja immer nichts ausrupfen. Deswegen, da hat sich selber ein riesiger Mohn ausgesät. Dem habe ich jetzt sogar so eine Staudenstütze verpasst, weil der sich so über meine Erdbeeren gelegt hat, dass drunter nur noch die Schnecken Party gemacht haben und meine Erdbeeren gefressen haben. Hier ist noch so ein anderer Mohn, der hat sich auch selber ausgesät. Hier ist überall wild gekommen der Hornklee. Hier habe ich Sonnenblumen, das ist so eine kleine Sorte. Ich hoffe, dass die jetzt dann bald mal Knospen bilden. Dann hier habe ich in so einer coolen alten, also die gefällt mir sehr gut, so eine alte Teekanne, Teekessel, so ein Sedum drin, genau. Dem scheint es da auch ganz gut zu gefallen. Dann habe ich hier auch eben so in diesem Erdbeerbeet, da waren letztes Jahr Karotten drin und einen habe ich blühen lassen, weil sie so wunderschön ist. Schau mal hier. Und da geht es auch mächtig ab. Die Tiere lieben das.
Und daneben hier an diesem Übergang, das wollte ich unbedingt auch bepflanzen. Und da habe ich jetzt so einen ganz kleinen, flachen Thymian eingepflanzt. Und der blüht jetzt ganz wunderschön. Und wird natürlich auch schon besucht von allerlei Tierchen. Da rumpelt es richtig da drin. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Genau. Und daneben habe ich noch eine Blume. Hier ist die rote und gelbe Beete und da drüben ist der Mangold. Und normal pflanzt man das nicht in ein Beet zusammen. Ich mache das aber wegen der Fruchtfolge. Und dazwischen habe ich jetzt also ein bisschen als Abtrennung eine Tagetes gepflanzt. Und das hier sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Strohblumen. Und die sollten jetzt dann auch bald kommen. Genau. Und dann habe ich noch mein künftiges Hügelbeet hier angelegt. Da sind jetzt Kartoffeln drin. Zum einen blüht hier, ich glaube, es ist ein Radieschen, das irgendwie übrig geblieben ist. Und ja, die Kartoffel blüht. Schaut euch das an. Schön, schön, finde ich. Und auf was ich mich auch sehr freue, ich hoffe, das klappt dieses Jahr. Ich habe eine Eselsdistel gepflanzt. Ihr seht die hier noch im Schneckenkragen geschützt und die wird auch riesig blüht dann. So eine richtig schöne große Distel. Genau, das ist es von mir so aus dem Gemüsegarten in puncto Blumen. Ach nee, den Dost wollte ich euch ja zeigen. Schaut mal hier. Da ist er wild, da steht er schon länger und hier blüht er auch schon. Wunderschön. Genau. Und das lasse ich alles blühen. Und ja, die Tiere freuen sich, ich freue mich auch. Und vielleicht lasst ihr mich ja wissen, was bei euch so blüht im und um den Gemüsegarten herum. Liebe Grüße aus dem Naturstübchen.